Was ist das? Eine Werkbank? Oh, kann ich hier irgendwas neu machen? Ich denke mal, weil ich da mit den Waffen... Oh, da oben steht irgendwas, ich kann es nicht lesen. Geilomatico. Ja, ist gut, du hast nichts getan. Du kannst es lassen. Lies das! Ich habe das nicht gelernt. Oh nee, aber wenn ich da reingehe, dann... Es kommt bestimmt noch ein Shop. Es kommt bestimmt noch ein Shop. Ganz ruhig. Ich muss ja eh nicht nochmal hin. Das ist ein bisschen wie bei Metroid. Ah, dann wollen wir mal. Erstmal gucken wir uns die Werbung an. Das ist nämlich... Oh, ab 1. Mai. Cool. Da gibt es nämlich Flash. Flash mit E. Also Fleisch. Also das, die Haut. Also dein Fleisch. Das ist ein seltsamer Name, muss ich zugeben. Lonely Soleil Center. Okay, ja, ich bin lonely. Nu, was machst du jetzt? Redest du mit mir? Lightspeed. Was? Cartoon Hand... Ja, okay, irgendwas Cooles. Dann haben wir hier noch... Die gleichen nochmal. Ja, aber warum nicht? Ich trau mich nicht. Oh! Holzzugänge Kapitel 1 abgeschlossen. Ui! Das ist natürlich jetzt... Oh oh. Was kommt denn jetzt? Ich wollte mir den neuen... Ich wollte mir lieber... Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwo... Intensivstation. Ihre Munitionanzahl irgendwas. Danke nochmal. Spiel. Das kommt davon, wenn mein Computer so gut ist und so schnell lädt. Es ist überhaupt nicht gut. Okay, warum streichelst du das? Soll ich dich töten? Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen, wie du es gesagt hast. Bist du Nicole? Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Okay. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Ja, theatralisch gestorben, würde ich mal sagen. Setzen Sie die Geste ein, um Objekte zu bewegen oder zu werfen. Mit F ergreifen. Mann, wie man sich alles merken muss. Na okay, als Konsuliere auch. Oh, du bist mein Zweitlieblingsmädchen, das noch am Leben ist. Ah, nee, warte mal, das ist jetzt tot. Mein Erstliebling... Mein... Du bist eine Frau. Oh, hier ist ein Shop. Und Leichensäcke. Vor dem Shop. Kann ich die verkaufen? F, F. Merken, merken. Warum ist rechts das, wenn es nichts so geht? Ah, schon gut, schon gut. Schon gut, schon gut. Ich kann jederzeit wieder zurück. Aber hier rüber kann ich nicht. Dafür brauche ich Genese, denn ich bin zu dumm zu springen. Verdammt. Oh, das war dein Freund. Entschuldigung. Pachinko? Ich habe Pachinko kaputt gemacht. Was ist das? Warum kann ich da mir nicht Geld rausholen? Taste the sun. Gib mir! Alles mit Gewalt. Warum habt ihr kein Geld? Ihr blöden Leichen. Ihr blöden Assi-Leichen. Jetzt muss ich hier rumlaufen und darauf hoffen, dass hier Credits sind. Ist aber nicht. Also gehen wir weiter. Und probieren mal mit F. Wo ist ein F? Da ist F. Nein, nein, den wollte ich eigentlich nicht. Oh, Entschuldigung, Vibe. Ah, Entschuldigung. Aber ich komme dran vor... Ich komme nicht dran vorbei. Kann ich das jetzt immer benutzen? Bin ich jetzt so toll? Ja, komm. Ja, komm. So.
können wir sie wenigstens nochmal angucken. Oh, sie war blind. Eine Schweigeminute. Okay, war's. Die Minute dauert zu lang. So. Santa? What? Flammenwerfer! Download im Shop. Ich kann einen Flammenwerfer downloaden. Ja, aber ich habe nicht genug Geld. Das ist natürlich jetzt blöd. Sind Sie noch da? Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Was? Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Oh. Bist wohl verwöhnt, ne? Mit einem. Was ist das? Achso, die Bombe, natürlich. Mit dem Rauschen will ich nicht mit ihnen reden, ne? Ich bin besseres gewöhnt. Mit so einer Werbung vorher. Ich möchte das auch haben, das finde ich cool. Flammenwerfer kosten nur 11.000. Hä? Anzug Level 2 habe ich doch schon. Naja, was soll's. Kann ich noch irgendwas verkaufen? Ja, nicht wirklich. Lassen wir das mal. Ich kann den Plasma-Cutter verkaufen. Dann habe ich genug Geld. Und dann kann ich nicht mehr schießen. Selbstmord ist lustig. Ah! Ah! 3000 Credits, wir können uns gleich... Was steht da? Sorry, we are full. ja, ihr seid voller... ekliger Blut. So. Plasma. Was ist das? Oh, die neue Spielkonsole. Da spielt man, indem man die Hände auf den Tisch legt. Lebenserhaltung. Ja. Man weiß echt nicht, was man hier anklicken kann. Gucken wir erstmal, wie viel wir haben. Wir haben nur drei Erweiterungen bekommen. Naja, trotzdem. Wir haben 8600, wir könnten uns eine neue Waffe holen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Hör doch mal auf da oben. Oh mein Gott, da kommt doch bestimmt was durch. Was ist das? Oh, Chemielabor. Neue Waffe holen oder nicht? Nee, wir speichern ab. Und gehen erstmal so weiter. Und probieren's. Weil. Dann fehlen mir die Credits nachher wieder was anderes. Ich weiß nicht, welche Waffe ich holen soll. Außerdem, wenn, dann hole ich mir lieber die. Diagnostik. Den Flammenwerfer, der ist bestimmt cool. Okay. Ja. Warum schießt du nicht? Du schießt doch! Achso, okay. Er hat nicht geschossen, weil er wusste, dass es ein Patient war. Ein keine Ahnung. Ja, heb doch auf. Danke. Aber er war stärker als die anderen. Was wolltest du mir damit sagen? Und er nur mit seiner Hand so
Keine Ahnung, musst du selbst rausfinden. Oh, Bitch. Dann gehen wir mal weiter. Und gucken, ob... Yo. Da komme ich nicht rein. Da könnte ich aber hier an der Seite überbrücken. Ein Energieknoten zur Überbrückung des Schlosses verwenden. Boah, da muss aber gutes Zeug drin sein. Da kann ich zwei aufmachen und irgendwas liegt auf dem Boden. Also, wenn ich da einen Knoten für benutzen soll. Heftig. Textlog. Oh mein Gott, okay. Beobachtung. Patient Harris B. Arbeiter. Harris schläft ja das. Okay, ganz ruhig. Harris schläft jetzt, allerdings erst nach Verabreichung eines weiteren starken Sedativums. Ich weiß, was sedatieren bedeutet, wo ich habe jetzt nicht, naja. Ohne die medizinischen Hilfsmittel scheint er tatsächlich nicht schlafen zu können. Ganz egal, wie ausgeprägt der Wunsch ist, wach zu bleiben, erliegen die meisten Menschen nach mehr als 50 Stunden ohne Schlaf der Erschöpfung. Ich schaffe nicht 50. Nicht so Harris. Seine Schilderung des Ereignisses in der Kolonie ist ebenfalls merkwürdig und deutet auf die gleiche Paranoia hin, die wir bereits andersorts auf dem Planeten feststellen mussten. Seine Schuld steht außer Frage. Das heißt, irgendwas kommt aus dem Planeten, wo wir vor sind. Seine Schuld steht außer Frage. Zwei Sicherheitsoffiziere waren anwesend, als er Dr. Schiarello als Geisel nahm und Schwester Evans ermordete. Er bereut seine Taten allerdings auch nicht. Er besteht vielmehr darauf, dass keine Verbrechen vorliegt und er verspürt keinerlei Schuld. Sein Verhalten ist zwar das eines klassischen Soziopathen, doch weist Harris darüber hinaus keine weiteren typischen Symptome auf. Er ist umgänglich und freundlich, zeigt Einfühlungsvermögen und äußert seine Meinung. Befragt man ihn jedoch nach dem Mord, zieht er sich zurück, wird unnachgiebig und zeigt seine schizophrene Verhaltensweisen. Er leidet zudem in periodischen Abständen an Halluzinationen, die wiederum jene andere Kolonisten ähneln. Harris behauptet, er habe den Doktor bedroht, weil er wollte, dass die Träume und Fratzen weggehen und dass er wieder töten würde, um es wieder ganz zu machen. Ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, was es bedeuten könnte. Ein absolut faszinierender Fall. Das ist doch schön. Da leuchtet richtig viel. Ja, aber ich denke mal, ich habe nichts. Nicht genug Energieknoten. Da kann man ja vorher speichern, so ist das ja nicht. So, die Werkbank. Nö, brauche ich ja nicht. Muss ich zugeben. Okay. Da ist ein Typ drin. Stimmt, sind die Typen eigentlich nackt? Oder was ist mit dem? Hat er was an, oder? Nee, das ist doch seine Haut. Naja, es ist das typische Prinzip in Medien, ne? Alles geht, bloß die Hose bleibt. Das ist ja so wie bei Monstern, die noch nie auf Menschen getroffen sind, so mutiert sind, aber einen Lendenschutz haben. Naja, da müssen ja alle vor gerettet, hier geschützt werden, ne? Vor so bösen Sachen wie der Natur. Ich glaube, das war ein bisschen übertrieben. Ich dachte, es aktiviert irgendwas. Ich schieß einfach. Mir vollkommen egal, was ihr von mir wollt. Oh, verdammt, da kann ich nicht drüber springen. Verdammt! Mir auch nicht. Ich bin so Geisel meiner selbst. Ja, ich möchte anrufen. Darf ich nicht. Blöd. Habt ihr nicht mal was? Ich möchte Credits von euch. Danke. Siehst du, der ist netter als du. Blödsack. Was ist das? Kann ich das auch hochnehmen und irgendwo reinstecken? Bestimmt muss ich das sogar... Da, sehe ich doch schon. Ha,
Aber immer will ich da rein, glaube ich. Glaube ich. Bist du tot? Ich nehme dir mal die Energie, ne? Danke. Was steht da? Warte. Da steht... Santa, ich wünsche mir zu Weihnachten eine Puppe. Aber nicht Barbie, die ist eine Bitch. Ich möchte die neue Baby Born. Dein Jürgen. Ach, du hast Geschmack. Oh, was ist das? Ein Energieknoten! Und ein Schema! Juhu! Voll in your face! Im wahrsten Sinne des Wortes. Kaum habe ich einen Knoten, kommen die Gegner und wollen es mir wegnehmen. It's time! Time for... What? Bier zu trinken? Tee zu schlürfen? Hammer time? Dün. Can't touch this. Ich weiß, ich muss das da reintun, aber ich bin gerade überlegen, ob ich nicht abspeichern kann irgendwo und dann den Knoten benutze. Wisst ihr? Ich meine, mich selbst besser machen ist natürlich Knorke und so. Ich guck mal nach. Hä? Wofür ist denn das gut hier? Warum soll ich die Zeit anhalten oder langsamer machen? I don't get it. Konnte ich hier irgendwas machen? Wo konnte ich abspeichern? Nee, das machen wir aber mal. Wir gehen jetzt hier hin und gucken mal, was wir da haben beim Knoten. Weil es ist ja optional, würde ich mal sagen. Nee, das müssen wir eigentlich nicht machen. Und daher könnte es sein, dass wir verarscht werden und die Fliegen nerven. Oder da ist irgendwas richtig Tolles drin und es lohnt sich. Science. Haarknäuel. Ist da irgendwas versteckt? Wartet mal ganz kurz jetzt. Was sollte das? Wolltest du das? Habe ich dich glücklich gemacht? Ich weiß auch nicht, was das sollte. Ist ja auch egal. Wir gucken jetzt, was wir hier drin haben. Ja, ein weiter bitte. Wuhu! It's my Raum! Hier bleibe ich jetzt. Hier lebe ich jetzt. Wir haben erstmal ein Audiolog. Sie haben da unten was gefunden, richtig? Nein. Ja, wir haben was gefunden. Dann stimmt es also, was in den Texten steht, die ganze Zeit. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und dem, was ich gesehen habe, war nichts göttlich. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir sind die ersten Zeugen. Matthias lässt keinen in die Kolonie runter. Sie steht unter Quarantäne, bis wir mehr wissen. Zur Hölle mit Matthias. Gerade er sollte wissen, dass das hier größer ist als er oder die Operation oder die ganze Firma. Das ist unsere Erlösung. Reißen Sie sich zusammen. Da unten sterben Menschen. Nur die Wertlosen und die Ungläubigen. Aber ich bin gläubig. Sind Sie gläubig, Terence? Na? Es gibt immer so welche, die es übertreiben müssen. Überall. Und so scheinbar auch in der Zukunft. Warum könnt ihr nicht einfach... Was haben wir da? Ein Halbleiter Gold. Kann ich bestimmt gut verkaufen. Ich weiß, denke ich mal. Extremisten nerven. Oh nein! Stasepack kann ich gut verkaufen. Ich habe ja noch eins. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück zum Shop. Oh! Nerf. Vielleicht sollte ich den dieses andere benutzen mehr. Das, ja, es tut mir leid, dass ich hier so ein bisschen jetzt immer hin und her laufen muss. Das Lager benutzen, wisst ihr? Ein bisschen mal ins Lager tun, damit wir für später für
schwierige Zeiten was haben. Mehrere Shops jetzt hintereinander. Am Anfang gar nichts und dann plötzlich so. Sehr gut. Gucken wir nochmal. Wir haben Flammenwerfer hier. Plasmaenergie. Impulsprojektile. Das für Impulsgewehr. Okay. Hat schon teuer. Luftkanister, Energieknoten. Ja, ja. Stasepack ist auch so teuer. Na, okay. Weil wir können nämlich das Stasepack jetzt hier mal verkaufen. Wir brauchen ja nur eins. Warum ist es eigentlich wichtig? Ist es am Ende noch wichtig? Na, okay. Oder wir tun es weg. Nein. Verkaufen. Und Halbleiter. Wertvolle elektronische Komponente im Shop verkaufen, um Credits zu erhalten. Warum haben sie mir nicht gleich Credits gegeben? Ich meine, die Idee ist lustig. Aber warum gibt ihr mir nicht einfach 3000 Credits? Ah, okay, komm. Hoffentlich brauche ich das nicht mehr. Hoffentlich verarschen die mich nicht. So, und dann ein Medipack komplett wiederherstellt. Da tun wir den mal in Safe. Die großen, ich denke mal, das brauchen wir noch nicht. Und I don't know. 14.000 haben wir jetzt. Haben wir noch ein Medipack? Nein, nein. Weg. Wieder zurück. Oh, jetzt plötzlich geht's mit Escape. Natürlich. Weil dann tun wir hiervon noch einen Save. Und dann ist doch alles schön. Ja, würde ich mal sagen. So, jetzt können wir nämlich einen Flammenwerfer holen. Aber wir haben da nicht wirklich Zeug für. Hydrazin-Industriebrenner. Ich würde gerne wissen, mit was das schießt. Weil hier zum Beispiel Strahlenkanone mit breiten Strahlen, zeitgesteuerten Minen. Ich werde gleich einfach... Das hört sich schon toll an. Kostet 9000. Oh, das ist neu. Ach so, ja. Deshalb blinkt es immer noch. Energieknoten könnten wir uns auch holen. Aber ich denke mal, da finden wir noch ein paar. Jo, wollen wir das Geld einmal behalten? Oder soll ich eine neue Waffe holen? Weil ich weiß nicht, mit was das macht. Mit breiten Strahl. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal raus. Dann höre ich auch gleich mal auf, weil es ist jetzt einfach... Sonst bin ich zu laut. Und dann können wir auch hier zu dem Chemielabor oder sowas gehen. Hey, cool, wir haben Freiheiten. Das ist selten. Auf jeden Fall hat sich das gelohnt, würde ich mal sagen, oder? Es hat schon viel Geld gegeben. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich gelohnt hat, dafür einen Knoten zu benutzen. Aber ich will überall hin. Überall. Und jetzt holen wir uns dieses breite Strahlding mal. Sorry. Ich drücke immer auf Caps Lock. Caps Lock. Eine Taste, die... Wann wird die gebraucht? Wer von euch hat wirklich mal Caps Lock gebraucht? Also jetzt nicht im Spiel, wo man manchmal draufdrücken muss, damit man weiter läuft oder so, sondern Caps Lock. Naja. So, und nun gucken wir uns mal an. Jetzt haben wir nämlich eine neue Waffe. Rote Waffensymbole bedeuten, dass der Munitionsclip ihrer Waffe leer ist. Okay. Jetzt drücken wir mal auf die 2. Fünf haben wir. Geil. Ich weiß auch nicht, ob sich das gelohnt hat, weil, wartet mal. Panzerung 5%, da kann ja noch was werden. Für Plasma-Cutter, ich glaube, das lohnt sich noch nicht. Strahlenkanone. Wir probieren es jetzt mal. Wir schießen mal jetzt rum und gucken, ob es das dann war. Was schießen wir denn mal dort? Mal gucken. Hero. Nicht nur mit Hero. Oder da hinten, die da. Ha. Was haben wir diesen Zeitversetzten? Was bedeutet das? Kann ich da eigentlich mit in diese Teile rein? Scheinbar nicht.
Hat er nicht gesagt, irgendwie Minen oder so? Ah! Wie cool, ich kann das kaputt schießen, das Zeug. Ah, ich bin so dumm. Wenn ich jetzt nur 3 habe, dann hat sich das nicht gelohnt. Okay, hat sich nicht gelohnt. Ich habe das zwar jetzt irgendwie kaputt gemacht da unten, aber was soll's. Okay, okay. Ah, oh mein Gott, ich habe keine Munition mehr. Ich bin so wütend. Oh Mann. Oh, alles Scheiße hier. Oh, verdammt. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ich hole mir das natürlich nicht jetzt. Oh, ich hätte gewusst, dass ich alles aufballern kann, diese Teile da. Oh, ich habe schon so viel verpasst. Vielleicht muss ich ja nochmal zurück ins erste Kapitelbereichmäßige. Oder ich gehe da einfach nochmal zurück. Mal schauen. Mal schauen, machen wir dann. Das war erst im Dead Space. Ich weiß nicht, ob ich gut oder schlecht bin. Ich spiele auf Easy. Das ist vielleicht, dass ich so gesehen nicht so Probleme habe, muss ich zugeben. Aber ich habe mit der Steuerung Probleme. Das ist aber schon immer so gewesen. Und ich hoffe, vielleicht wird es auch ewig so bleiben. Ich habe einfach keine Übung. Ansonsten, okay. Ansonsten, ich hätte die auch einfach zertreten können. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ansonsten bin ich dumm und bin mal gespannt, was noch kommt. Noch bin ich zu sehr mit dem Kämpfen und sowas am Machen, dass ich noch nicht so erschrocken bin. Aber ich muss auch zugeben, Monster erschreckt mich nicht so sehr wie Geister. Da habe ich richtig Schiss. Also wenn irgendwie plötzlich dann so was erscheint links, da einfach plötzlich so ein Typ jetzt erscheinen würde, mich angucken würde, da hätte ich richtig Angst. Also da würde ich dann so richtig sagen, aber wenn ein Monster von auch hinten so kommt, dann denke ich mir einfach nur so, schießen, 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 schießen. Deshalb kann ich auch nie Resident Evil Silent Hill spielen, weil ich da all meine Munition wegschieße. Wir sehen uns das nächste Mal und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Auch wenn es ein bisschen jetzt hier, ne? Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ach komm, wir gucken uns mal jetzt ihn nochmal an. Hallo. Kann er damit wirklich besser gucken mit dem Helm? Aber Auffangbecken ist auch... Hä? Nicht mal den kann er gut lesen. Faszinierend. Das sieht auch gut aus. Bis dann. Ciao.